Liebe Geschwister im Islam, Barakallahu Fikum, ich habe yani gerade auf der Fahrt hierhin yani einen Link bekommen. Und das hat mich direkt dazu gebracht, dass ich yani gerne darüber sprechen möchte. Ich habe einen Link bekommen über dem yani Innenminister Schünemann, Niedersachsens Innenminister Schünemann und seine Truppe. Und Subhanallah, Subhanallah. Subhanallah. Yani, die Überschrift heißt, wer nicht isst, essen yani. Wer nicht isst, ist Salafist. Das ist die Überschrift vom Vortrag, bei der TAZ. Was schreiben diese Leute? Ich lese yani ein paar Zeilen vor, inshallah, damit ihr wisst, worum es geht, und dann werde ich darüber sprechen. Die schreiben hier: Hat Ihr muslimischer Mitarbeiter in letzter Zeit Gewicht verloren oder einen anderen Kleidungsstil, yani er kleidet sich jetzt anders, ist er sportlicher geworden, hat sich sein Speiseplan verändert, yani der ist jetzt nicht so wie früher, der ist anders, lernt er Arabisch oder beschäftigt er sich womöglich neuerdings mit dem Tod, yani denkt er über den Tod nach, ist er plötzlich zu Geld gekommen? Para, hat er auf einmal Para bekommen? Oder hat er sich verschuldet, hat er auf einmal Schulden gemacht? Diese Fragen sollen laut Niedersachsens Innenminister Uwe Schünemann, CDU, Hinweise darauf geben können, ob Muslime zu einer terroristischen Kampfausbildung neigen. Subhanallah, Subhanallah. Arbeitgeber, yani, guck mal, wie weit die gehen. Yani. Diese Sachen bekommen jetzt wer? Arbeitgeber, eine Broschüre. Arbeitgeber, Lehrer und so weiter. An den Schulen, für Kinder, für Jugendliche, Ausbildung, für weiterführende Schulen, Universitäten. Die kriegen jetzt Broschüren, worauf die achten müssen. Diese Fragen, einen Moment. Na, diese Fragen sollen laut Niedersachsens Innenminister Uwe Schünemann Hinweise darauf geben können, ob Muslime zu einer terroristischen Kampfausbildung neigen. Arbeitgeber können künftig über ihre muslimischen Mitarbeiter Buch führen. Yani, die Arbeit, yani der Chef bei einer Arbeitsstelle, dein Lehrer, die sollen jetzt ein Buch führen, schreiben, Muslime beobachten, Geheimdienst, yani die sollen jetzt Geheimdienstler werden, Staatsschutz, Staatsschützer. Die müssen jetzt Muslime beobachten, ob die abnehmen oder zunehmen. Ob die sportlicher werden oder nicht. Ob ihre Kleidung auf einmal ändert sich oder nicht. Denkt er manchmal über den Tod nach oder hat er irgendwas schon mal über Tod oder so gesagt? Ist er jetzt viel? Fastet er? Will er zur Moschee gehen? Betet er? Die sollen ein Buch führen. Die sollen ja nicht dich ja nie von morgens bis abends beobachten und sollen aufschreiben, Buch führen. Und dann sollen die danach den Staatsschutz anrufen. Das ist nicht meine Worte. Ich sage euch ein. Ich rezitiere. Sie sollen über ihre muslimischen Mitarbeiter Buch führen. Anhand einer Liste von etwa 30 sogenannten Radikalisierungsmerkmalen, die in einer Mitte Juni vorgestellten Broschüre des niedersächsischen Verfassungsschutzes La'anahullah stehen. Ja? In dieser Broschüre vom Verfassungsschutz, Verfassungsschmutz stehen, sollen die ja nie lernen. Damit ihr seht, wie viele Menschenrechte es hier gibt in diesem Land. Das Heft unter dem Titel Radikalisierungsprozesse im Bereich des islamistischen Extremismus und Terrorismus soll unter anderem Arbeitgeber in die Lage versetzen, eine Radikalisierung bei muslimischen Betriebsangehörigen frühzeitig zu erkennen. Dass man ja nicht schon frühzeitig erkennt, dass du ein gefährlicher wirst. Um anschließend die Behörden zu alarmieren. Terrorist. Ja, auf öffentliche Einrichtungen wie Jugendämter, Schulen und Ausländerbehörden werden dazu aufgefordert, in gebotenen Einzelfällen konkrete fallbezogene Informationen über betroffene Personen zwischen den Kooperationspartnern und den Sicherheitsbehörden auszutauschen. Denn jetzt arbeiten alle zusammen gegen dich. Gegen jeden Muslim. Subhanallah.
يعني wer Jugendamt, Schule, Ausländerbehörde, Lehrer, Chef, alle müssen, Nachbarn, alle müssen jetzt genau, hey, Privatsphäre gibt es nicht mehr. Denn das ist eigentlich im Grundgesetz. Wenn es um Muslime geht, habt ihr gesehen vor ein paar Tagen? Was kommt jetzt? Beschneidung ist eine Straftat. Beschneidung ist eine Bestraftat. Subhanallah. Yani die deutschen Ärzte und Krankenhäuser, die das seit Jahrzehnten machen, und die Juden, die das machen, aber es ist einfach. So wie mit dem Schächten. Weil diese Juden, die in diesem Land regieren, die Netanyahus, die alle hier regieren in diesem Land, die im Parlament sitzen, die haben den Judentum als Religion anerkannt. Aber den Islam, obwohl es 1,5 Milliarden Muslime gibt, nicht anerkannt. Islam ist keine Religion. Islam ist nicht anerkannt in Deutschland und in fast allen Ländern Europas nicht. Es ist keine Religion. Damit man weiß, subhanallah, mit wem wir es zu tun haben. Wer diese Leute sind hier. Subhanallah. Und dann ist es ganz einfach. Judentum ist eine Religion. Dann haben die Juden in der Hinsicht Ausnahmeregeln. So wie mit dem Schächten. Die dürfen schächten, Muslime dürfen nicht schächten. Weil Islam ist keine Religion. Die Juden dürfen beschneiden, weil es eine Religion ist. Islam ist keine Religion. Subhanallah. سبحان الله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ الإسلام hat als fremd begonnen und wird wieder als fremder gehen, liebe Schwester. والله يعني so viele Beweise sieht man, dass es dich festigt in der Religion, nicht dass du schwächer wirst. Das ist dich festigt, سبحان الله. Du siehst diese Prophezeiung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Du siehst diese Wahrheit, du siehst diese Feindschaft. Du tust nichts. Du tust keiner Menschenseele leid. Aber du wirst sowas von angefeindet. Sowas von bekämpft. Warum? Wegen La ilaha illallah. Weil du nicht willst. Weil du nicht jemand anderen anbeten willst außer Allah. Bis, in ein paar Zeilen lese ich noch. Von diesen satanischen Versen. Nicht von Salman Rushdie, von den Söhnen von Salman Rushdie. Die sagen, Muslime, und schaut jetzt kommt das Sahnehäubchen ein von diesen Salmans Rushdis. Muslime, die ohnehin schon fünfmal täglich beten, fasten oder Moscheen besuchen, machen sich laut der Broschüre durch zunehmend strengere Religionsausübung suspekt. Wenn du fünfmal am Tag betest und fastest und dann auch noch zu einer Moschee gehst, dann ist schon radikal. Dann ist schon, aber es gibt noch schlimmer. Ja, jetzt kommt so richtig schlimm. Höchst verdächtig, Khalas, dann bist du. Du bist ich weiß nicht, wer ist momentan Nummer 1? Du bist ja die Nummer 1 von Al-Qaida jetzt geworden. Was bist du dann? Höchst verdächtig sind auch Muslime, die sich bemühen, besondere Umstände der Lebensführung oder Freizeitgestaltung zu verheimlichen. Subhanallah. Yani, wenn du Liegestütze, wenn du trainieren willst, musst du bei McFit trainieren. Wenn du zu Hause Liegestütze machst, dann bist du Khalas, du bist Top-Terrorist. Ich weiß nicht, ob diese Leute, diese Verfassungsschützer und dieser schöne Mann, der hat ja nicht seine Meinung. Meine Meinung ist, ich glaube, die haben das geschrieben oder diese Sachen ja nicht zusammengefasst bei Karneval. Und die haben ja nie 7,0 Promille gehabt. Die haben Drogen genommen. Aber ganz, ganz krasse Drogen. Die sind doch nicht, diese Leute, die sind ja wohl Menschen, gestört. Die haben doch keinen Verstand mehr im Kopf, subhanallah. Habt ihr das gehört? Wenn du darfst ja nicht zu Hause Sit-Ups machen, trainieren. Damit oder deine Frau,
Deine Frau will ja nicht trainieren, ein bisschen Sport machen, damit die ja nicht hübsch für dich ist oder du für deine Frau. Nein, du musst bei McFit trainieren, weil dann verheimlichst du, dass du Training machst, dass du Sport machst. Top-Terrorist bist du, wenn du sowas machst. Geschweige, dass du betest. Subhanallah. Und dann, Wallah, ich habe das gelesen vorhin, kurz bevor wir hier ankommen sind. Hey, da steht noch mehr Müll, aber Wallah, das ist ja nicht, bevor man so Tumor bekommt oder so im Ohr, das will ich euch gar nicht antun, sage ich euch ja nicht lieber was anderes dazu. Ich sage euch, was Allah dazu gesagt hat. Allah hat euch gesagt, Surat al-Baqarah, Wallah, ajib. Wir leben in der Zeit, Subhanallah, ajib. Aber Wallah, das ja nicht mir, eine Muslim gibt es eigentlich verbehrt. Eigentlich macht es ja standhaft und nicht schwach. Eigentlich macht sowas, so ein Kampf gegen Islam und gegen die Muslime, macht normalerweise einen Muslim nur stärker. Weil er weiß, was Mohammed gesagt hat, prophezeit hat, vor 1400 Jahren. Genau diese Sache hat er prophezeit. Genau diese Sachen stehen im Koran. Und deswegen macht dich das stärker und nicht schwächer, subhanallah. Schaut, was Allah Azza wa Jalla im Koran in Surat al-Baqarah, Surah Nummer 2, Vers 217, Allah sagt, يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم عن دينكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سبحان الله شنو فاز سبحان الله شوت بس الله sagt الله sagt im Koran in dieser schönen Aya. Sie befragen dich, O Mohammed, sie befragen dich über das Kämpfen in den heiligen Monat oder im heiligen Monat. Sprich, das Kämpfen in ihm ist schwerwiegend. Denn es ist eine große Sünde. Weil das ist eine Sache, die passiert ist bei den Sahaba, okay? Aber wir wollen ja nicht über das Thema sprechen. Das Kämpfen in ihm, in den verbotenen Monaten, ist ja nie schwerwiegend, ist eine große Sache, eine Sünde. Doch das Abbringen vom Wege Allahs und nicht an ihm zu glauben und den Zutritt zur heiligen Moschee zu verwehren und deren Bewohner daraus zu vertreiben, ist schwerwiegender bei Allah. Und die Verführung, die Heimsuchung, die Fitna ist schwerwiegender als das Töten. Und hört. Und sie werden nicht ablassen, gegen euch zu kämpfen, bis sie euch von eurem Glauben abbringen. Und sie werden nicht ablassen, gegen euch, und sie werden nicht ablassen, gegen euch zu kämpfen, ولا يزالون يعني immer weiter. Sie werden niemals davon ablassen. لا يزالون يعني bedeutet immer fortführen, immer weiter يعني. Niemals werden sie damit aufhören, euch zu bekämpfen. يقاتلونكم euch zu bekämpfen, حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا, bis sie euch von eurer Religion, von eurem Glauben abbringen, bis ihr Kuffar seid. Subhanallah. Seht ihr, yani, was sie wollen? Wollen sie, dass wir Muslime bleiben? Yani, das Beten ist schon schwerwiegend. Dass du betest, ist schon schlimm. Dass du fastest, dass du zur Moschee gehst, dass du Sport machst, dass du dich nicht kleidest wie sie. Subhanallah.
liebe Geschwister, wallahi, wir Muslime, viele von uns Muslimen verstehen das nicht. Viele von uns Muslimen, die kommen jetzt und sagen, ihr habt uns Probleme gemacht. Ihr Prediger, ihr damals Wahhabiten, heute Salafisten, ihr mit eurem, ihr strengen, wer? Die Muslime, subhanallah. Und wallahi, sogar darunter Muslime, die praktizierend sind. Und Muslime, die der Dunya hinterherrennen, praktizierende Muslime, die die Dunya mehr lieben als Allah und seinen Gesandten. Auch. Und ich sage Praktizierende. Und Muslime, die Allah nicht so viel fürchten wie die Fitna, wie die Heimsuchung, die sie trifft. Die Allah sagt im Koran, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Und die Juden und die Christen werden niemals mit dir zufrieden sein, bis du ihrem Weg folgst, bis du ihrer Religion folgst. Al-Milla ist ja nicht die Gemeinschaft, al-Tariqa, der Weg, die Religion. Die werden nicht mit dir zufrieden sein. Wenn du ein Muslim bist, wallahi, die werden nicht damit zufrieden. Auch wenn du dich versteckst, auch wenn du zu Hause betest, auch wenn du, ich kann dir vieles aufzählen, auch wenn du gegen uns bist, auch wenn du sagst, ja, das sind diese Salafisten, wir haben nichts mit denen zu tun und wir sind gegen diese Dschihadisten, die Dschihad machen und wir sind gegen die und wir sind gegen, wallahi, die werden nicht mit dir zufrieden sein. Niemals. Entweder sagst du die Wahrheit oder Allah sagt die Wahrheit. Entweder du lügst oder Allah lügt. Wahasha lillah. Wenn wir nur eins haben, entweder lügst du oder Allah, dann wissen wir, wer lügt. Dann bist du derjenige, der lügt. Weil Allah hat gesagt, sie werden nicht mit uns zufrieden sein. Niemals mit uns zufrieden sein. Deswegen brauchst du nicht anfangen zu schleimen. Und ich werde inshallah morgen auch über ein schönes Thema sprechen, über die Eigenschaften, und über yani die Art und die Taten der Ta'if al-Mansura, die erfolgreiche Gruppe, sprechen und von ihren Zeichen sind, dass sie yani nicht der Tadel, der Tadelnden stört. Es stört sie nicht, wenn sie Leute tadeln, wenn Leute über sie schlecht sprechen, wenn Leute ihnen in den Rücken fallen. Deswegen bleib standhaft, bleib auf dem Weg. Bleib auf La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Und wenn du denkst, dass du nicht angefeindet wirst, dann hast du keinen Koran gelesen. Da hast du keinen Koran. Wenn du denkst, dass du ins Paradies kommst, ohne geprüft zu werden, wenn du denkst, du wirst ins Paradies kommen, ohne dass du angefeindet wirst, dann hast du keinen Koran gelesen, keine Hadithe gelesen und keine Sira von Muhammad s.a.w. gelesen. Hättest du Koran gelesen, dann hättest du gelesen, dass Allah sagt, وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. Und wir haben zu jedem Gesandten Frevler entsandt aus den Reihen der Sündiger, die sie anfeinden, die sie bekämpfen. In Surat al-Furqan. Und Allah sagt in Surat, ich glaube Surat al-An'am, وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Und andere Verse noch. Dann hast du keinen Koran gelesen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Weil es gibt ja nicht viele in dieser Zeit, wenn die Hausdurchsuchungen kommen und wenn die Prüfungen kommen und die schlechten Artikel im Fernsehen kommen und wenn die Mitarbeiter kommen und auf einen einreden, Salafisten, was macht die Salafisten? Was macht ihr? Was ist das für ein Islam? Wenn der Mitarbeiter kommt und wenn der Lehrer kommt und wenn der Dozent kommt und der Professor kommt und der Nachbar kommt, dann auf einmal fangen Muslime an. Ja, fangen sie an zu zittern wegen ihrem Job und fallen vielleicht Brüdern in den Rücken und lässt, ja nee, die sind, das sind Extremisten, damit du schleimst, damit du deinen Beruf behältst, damit du deine Kohle. Wallahi, hast du nichts gemacht. Du hast eine Pleite, hast du gemacht. Nichts anderes, außer dass du bankrott gemacht hast mit Allah Azza wa Jal. Dass du deinen Brüdern in den Rücken fällst
und dass du schleimst bei den Feinden von Allahs.